Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Shadowgun 2, Shadowgun 2, danke für deine Frage. Ja, Friedberg war eine liberale Einrichtung, wenn man das so verstehen mag. Man hat früher einen Ausgang als in anderen Einrichtungen. Es gibt sehr wenige Regeln dort. Die anderen Einrichtungen haben sehr strenge Regeln, sehr verhaltensbezogene Regeln, wie zum Beispiel, du darfst keine Zigarette anzünden, bevor nicht eine bestimmte Uhrzeit ist und Klingel ertönt. Das gibt es da nicht. In Friedberg kannst du rauchen, wenn du Bock hast, eine zu rauchen. Dann rauchst du halt eine. Dann haben die da sowas wie eine Kneipe ohne Alkohol. Das gab es halt in anderen Einrichtungen nicht. Da gibt es eher eine Teeküche und da wird es auch eher mit so einem, wie einem Wohnzimmer. Dann sitzt du da so rum in einer Gemeinschaft. Ich warte mal kurz, bis der Kater zu Ende gekrabbert hat. Gut. Also in Friedberg gibt es kaum Regeln. Ein paar Kardinalsregeln oder Hausregeln gibt es natürlich, wie keine Drogen, keine Medikamente, kein Alkohol. Ausgang erst nach Absprache, ab einer bestimmten Zeit, wenn man da ist, ich glaube nach 3 Monaten oder sowas, oder ich weiß es nicht mehr, das möchte ich jetzt nicht mehr so raushaben, weil ich ehrlich nicht mehr weiß, außerdem kann sich das ja geändert haben, das ist bei mir schon lange her. Aber was Phase ist, und damit sind die sehr gut gefahren, dass wenn man einen Rückfall baut, man nicht gleich rausfliegt, sondern tatsächlich dann, wenn man es ehrlich meint und vor Ort gleich aufmacht, mit den Therapeuten bespricht und daran arbeitet, dass es nicht nochmal vorkommt, man nicht gleich rausfliegt. Ne? Das ist halt eine Regel, die in anderen Therapieeinrichtungen ganz klar sind. Wenn du da einen Rückfall baust, musst du gehen. Wie realitätsfern ist denn das? Wenn man bedenkt, wie viele Menschen nach einer Therapie rückfällig werden. Ja? Weil da kommt nämlich auch ein wirtschaftlicher Faktor mit rein. Die rückfällig geworden sind, müssten einen neuen Antrag stellen, komplett von vorne anfangen und den ganzen Ding wieder durchlaufen. Das kostet auch einen Haufen Geld. Ja? Aber diese ganzen Arbeitsstellen, die da geschaffen worden sind, die haben weiterhin eine Daseinsberechtigung. So muss man es auch mal sehen. Also es ist schon ein bisschen eine Wirtschaft dahinter. Es ist auch eine Industrie dahinter. So, also gehen die Leute dahin, wo es weniger Regeln gibt. Das hat sie ganz schnell rumgesprochen. Also weiß ich nicht, ob es noch Einrichtungen gibt, die richtig so hardcore streng sind. Ja. Aber dann muss man halt erst einmal schauen, wie habe ich mein Leben im Griff? Bin ich jemand, der strukturiert leben kann, ganz normal, aber leider einen Fehler gemacht hat und jetzt halt einfach an dieser blöden Droge hängt und da wieder weg will? Also das ist halt dann der beste Zustand. Dann kann man auch so eine einfache, leichte Therapie nehmen. Auf jeden Fall musst du dir bewusst sein, warum du überhaupt konsumierst. Was ist denn das? Was möchtest denn du bearbeiten? Wenn du das gar nicht weißt, solltest du auf jeden Fall vorher mit einem Drogenberater mehrere Gespräche führen, um es herauszufinden. Ja, sobald du das nämlich weißt, in welche Richtung das tendiert, kannst du das dann auch ausrichten an die Einrichtung, die für dich in Frage kommt. Weil ob eine Einrichtung gut oder schlecht ist, lässt sich nur an einem festmachen. Wie hoch ist die Rückfallquote von den Leuten da? Wie viele Menschen werden rückfällig, nachdem die dort abgeschlossen haben? Abbrecherquoten zählen nicht, weil da sind halt viele dabei, die aus dem Gefängnis raus wollen und sich das halt überhaupt nicht geben wollen und das fällt halt schnell auf irgendwann einmal. Wir sind ja alles Psychologen, die merken das schon. Und wenn man es dann halt nicht durchziehen will, dann muss man halt dann irgendwann nochmal gehen. Ja. Aber ja, jeder, der es durchgezogen hat, das wollte, das von sich aus wollte, da ist interessant, wie viele von denen werden rückfällig? Was hat ihnen das gebraucht, dieser Aufenthalt dort? Ne? Dann der zweite Teil deiner Frage, auf was sollte man achten? Also bei Dator war es so, die haben die Kleidung ja extrem gefilzt. Und weil ich darauf vertraut habe, dass meine Mutter geschaut hat, dass da nichts drin ist, haben die halt ein paar so kleine Haschbrösel gefunden. Und zwar in deiner Seitentasche.
Das ist abgefallen, ich habe das nicht gewusst, aber in den Nähten, so wenn man sie auseinanderzieht, da lagen die halt drin. Und das ist halt Standard bei ganz vielen und das wissen die und deswegen haben die auch genau gezielt dort in diesen Stellen nachgeschaut und das gefunden und ich musste dann auch daher Konsequenz tragen, weil die mit Konsequenzen gearbeitet haben. Eine Konsequenz zu tragen bedeutete halt da in dem therapeutischen Rahmen, dass du für dein erstmal das kapierst, dass jede Handlung etwas nach sich zieht. Aktion, Reaktion. Also dass das halt, dass du nichts machen kannst, was nicht irgendwie deine Umwelt oder dein Außenrum irgendwie was beeinflusst oder ja. Und dass das Negative, wenn du was Negatives machst, das auf dich zurückschlägt. Das war so das, was man da halt verinnerlicht bekommen hat. Wenn du glaubst, du brauchst sowas nicht, dann ist natürlich eine Einrichtung, die ohne Konsequenzen arbeitet, perfekt. Soweit ich mich erinnern kann, gab es das dort nicht. Bis auf, ich weiß nicht mehr genau, wie das so mit diesem Abspülen war. Küchen, weil die Leute, die gekocht haben, die mussten, nee, die haben selber abgespült. Ja, das gab es dann nicht. Also bei Daytop zum Beispiel haben sie das so gemacht, dass du, wenn du vor dem Klingelzeichen eine Zigarette angezündet hast, dann, während der Arbeitszeit war das immer so, dann musstest du einen Spülstrich anmelden. Ja? Das bedeutete, wenn die Leute gekocht haben, mussten die nicht selber noch, auch noch abspülen. Das ist ein harter Job gewesen. Wir mussten uns das ja erstmal selber beibringen da bei Daytop. In Friedberg gibt es einen Koch, eine Köchin, die unter der Anleitung wird dort gekocht. Natürlich von Bewohnern. Aber die sind alle getestet, da ist auch gar keiner dabei, der irgendwelche Krankheiten dann hat. Aber das Essen ist halt dann auch dementsprechend gut, weil die schmeckt die Sachen nochmal ab. Ja, und der Anleitung, da lernst du perfektes Kochen. Muss ich schon sagen, das war schon top. Freizeit hat man sehr viel, aber der Rest liegt daran, welche Leute mit dir zurzeit dort Therapie machen. Weil mit denen musst du dich ja abgeben. Und je nachdem, das kann halt immer Idioten dabei sein, es können coole Leute dabei sein. Auf jeden Fall lernst du da viel interessantes Personal, sollte ich schon sagen, viele Persönlichkeiten kennen. Auf jeden Fall. Also gebe da Brief und Siegel. In jeder Therapie habe ich gute Leute kennengelernt und lustige Leute kennengelernt und ein paar irre Leute kennengelernt und auch welche, die mich nicht mochten und ich nicht mochte. Das war ganz normal. Und ich habe ja, wie gesagt, drei Stück machen müssen, wovon zwei liberal waren. Aber von allen dreien gibt es nur noch eine. Und das ist die in Friedberg, die Salus-Klinik in Friedberg. Die anderen sind nicht mehr existent. Schloss Pichl musste zumachen, weil halt das genau in diese Zeit reingefallen ist, wo diese Therapien mit viel Regelwerk obsolet worden sind, weil alle dahin wollten, wo es kaum noch Regeln gab. Also in Friedberg zu dem Zeitpunkt. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Einrichtungen, die so arbeiten. Aber ich finde das, fand das moderner als dieser Quatsch mit Indexmusik, darfst du nicht hören oder darfst du nicht ganz schwarz anziehen, darfst keinen schwarzen Grauser rauchen, weil das Wort schwarz drin ist, das ist negativ. Lauter so Zeug, weißt du, das hat ja auf mich eine Wirkung wie eine Sekte, wie eine Sekte. Und in Friedberg gibt es das alles nicht. Du kannst Musik hören, was du willst, weil das ist halt einfach realistisch. Wenn du draußen in der echten Welt rumrennst, hörst du auch jede Art von Musik, du siehst jede Farbe, du kannst dich anziehen, wie du willst. Ja, vielleicht bist du ein freakiger Mensch und magst gerne einen Irokesenschnitt haben. Warum sollte man dir das dann vorschreiben, das nicht zu tragen? Ja, so einen Kampf musste ich zum Beispiel in Daytop in Herrsching musste ich den führen, weil sie das nicht akzeptieren wollten, dass ich Dreadlocks haben wollte. Das war halt, ich will Dreadlocks tragen. Punkt. Das interessiert mich nicht, ob da das assoziiert wird mit Kiffen oder nicht. Ich habe bloß keine Dreadlocks mehr, weil mir die Haare ausgefallen sind vorne. Sonst hätte ich vielleicht heute noch welche, obwohl es schon bequemer ist. Es ist pflegeleichter ohne. Lange Zeit haben sie mir gefehlt, jetzt nicht mehr. Ja. Also, auf jeden Fall solltest du deine ganzen Sachen für dich
geklärt haben. Also deine Zähne sanieren, ne? Weil das ist, glaube ich, auch eine Grundregel, wenn man da kommt, muss man entgiftet sein und so weiter. Und du solltest auch auf alle Fälle vorher entgiften. Wenn du nicht von eine Entgiftungseinrichtung vorher gehen musst, was wahrscheinlich sowieso Zugangsvoraussetzung ist, solltest du es von dir aus machen. Ja, du solltest da wirklich auf Null sein, wenn du ankommst. Du musst Urinkontrollen abgeben, da in regelmäßigen Abständen, um vor angekündigt und also du erfährst es einen Tag vorher oder so oder eine Stunde vorher und dann ist es eh schon zu spät. Niemand spült es raus in einer von 2 Tagen. Und es ist auch nicht zu empfehlen, irgendwie heimlich. Ja. Nimm nichts mit, was du nicht mitnehmen darfst. Das heißt, kein Alkohol, keine Medikamente und keine Drogen. Wenn es Medikamente sind, die du verschrieben bekommst, bring die Medikamente mit einem Schrieb vom Arzt und gib die gleich ab, damit die das wissen. Ja. Ansonsten, was gibt es noch als Tipp? Wasch deine Klamotten vorher anständig, die du mitbringst. Schau, dass da nichts in den Taschen drin ist. Ja, das war's eigentlich. Mehr Tipps gibt es nicht. Ansonsten kannst du dich noch nicht großartig darauf vorbereiten. Man ist natürlich immer aufgeregt und immer grippelig. Weil man kann es nie sagen, wer da ist. Das ist immer, das ist wie wenn du in eine neue Klasse kommst in der Schule. Oder in eine neue Arbeitsstelle, neue Kollegen. Das ist immer seltsam. Okay, das war's dann für heute. Peace out.